Hallo, komm mal ran und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Minion Masters. Wie letzte Folge angekündigt, werden wir heute wieder unser Deck spielen. Und zwar müssen wir aber ausweichen auf einen kostenlosen Meister und mit dem 5 Siege gewinnen. Also werden wir uns dafür entscheiden, This will tatsächlich. be fun. Und müssen wir schauen, haben wir. Wir haben dir noch keinen Deckmeister zugestellt, quasi, das geht noch. So, ich weiß aber nicht genau wie. Ach so, dann können wir hier zum Beispiel. Yay. Oder dieses Deck, das würde vielleicht sogar eher passen. Oh nee. Das Deck ist schon cool. Das Deck weiß ich nicht, wem ich dem zuordnen würde. Gar keinen, weil ich das scheiße finde. Und wem ist das zugestellt, weiß ich auch nicht mehr. Wir werden die Decks aber löschen, wie ist damit? Das ist Joker. Ah, so heißen die hier. Nicht Wild, sondern Joker. Wenn ich wüsste, wie ich das Deck löschen kann, würde ich die ja löschen. Heutzutage kriegen wir bessere Decks hin. Da bin ich mir absolut sicher. Wenn ihr irgendwann ein Deck kopieren. Erstmal werden wir jetzt mit dem dieses Deck spielen. Weil der. Hä? Ach so. Warte, haben wir jetzt alle Decks auseinander? Nee. Normalerweise, wenn man den wählt. Okay, man wählt dann den Master, wenn man das Deck wählt. Okay. Finde ich gut. Du willst das Deck? Da. Zugehörige Master wird sofort ausgewählt und dann ist alles perfekt. Also eine nette Funktion auf jeden Fall. Los. Muss kurz was machen. So. Komm, Gegner. Bin etwas früh dran vielleicht. Aber mal sehen. Puh. It's Minion Masters! Ja, es ist Minion Masters. Da. Let's go! Komplett richtig erfasst. Punish the wicked. Ja, der kriegt erstmal keinen Schaden, das ist ziemlich gut. Und da kommt eine Masse an Einheiten. Und jetzt kommt dann gleich der Golem. Der hat da irgendwas gemacht. Finde ich aber nicht so nett. Ja, dann nehmen wir eben die Einheit erstmal. Gegen Masse ist der gut. So. Hier können wir eh reinsetzen. Das ist eigentlich eher gut, wenn man. Er hat die klein gehabt, das ist auch nicht nett hier. Der hat jetzt auch Masse hier reingebesudelt quasi. So. Strength. Through Ja, den haben wir rightness. mal kurz, damit er ein bisschen mehr machen kann. Hier könnten wir unseren Golem gut hinsetzen. Oh, der hier, so. Boom. Sehr gut. Dann können wir den jetzt auseinandernehmen. Oh, shit. Da müssen wir. Da setzen wir die erstmal hin. Das sollte reichen. Ah, der ist noch nicht aktiv, das ist dumm. Hoffentlich wird er aktiv, bevor er stirbt, das wird geil. Ah, wahrscheinlich stirbt eh einer der. Ah, den zerstört! Sehr gut. Also hat er gut gemacht. Finde ich toll. Ja, können wir ja. Diesmal können wir den auch heilen. Ziemlich gut. Ich habe gerade aber nichts um. Na gut, wir brauchen den nicht heilen. Den können wir heilen. Ah, wird das noch was? Und hier werden wir unsere kleinen. So, da setzen wir dann jetzt unsere Masse nämlich hin. Boom, boom, boom. I feel bolstered already. Wir haben auf jeden Fall mehr Schaden gemacht, als unser Gegner Schaden gemacht hat.
Da haben wir unser Skelett wiederbekommen. Das ist ziemlich gut. Da setzen wir diese Einheit hin, damit unser Heiler beschützt wird. Ja, wir warten ein bisschen. Mal warten wir ein bisschen. Hier wäre jetzt eigentlich eher eine kleine Einheit gut. Zack. Zack, zack, zack. Ja, ja, jetzt haben wir eine Masse nämlich. Und da. Bom, bom, bom. Ja, was hatte ich dabei gedacht? Hier, schau mal. Der ist so gut wie tot. Und hier nochmal einen Grabstein hinsetzen, damit die alle schon überleben. Den haben wir jetzt definitiv. So, und dann wird er sterben. Easy! Red is dead! Blue wins! Sehr gut. Blue wins, Blue Golem, ja, danke. So, damit haben wir. Müssen wir jetzt hier einen Punkt bei der Quest bekommen haben. Und sind aufgestiegen. Sehr gut. Das war das Deck des Gegners, der hat auch Blutteufel. Ja, das ist geil. Blut in der Hand. Schockstein, Störhaucher, die hat er nicht aber ausgespielt, oder? Oder hat er versucht, und diesen Scheiße. Durchregen war ganz okay, tatsächlich. Gegen Masse ist Durchregen auch sehr gut. Wieder Kettenblitz. Das Kettenblitz ist vielleicht sogar besser. Armbrustgilde, Hackebeil. Ja, Hackebeil war nicht so gut bei ihm. Ja, können wir mal kurz schauen. Jo. Oh, Zaubermeister. Ach so, Zaubermeister war das. Ach so, okay, wir spielen trotzdem weiter. Mit unserem guten, ich weiß nur, habe ich Mordor oder so? Mordor. Ah, ich war nah dran. Definitiv. Oh, Stein 4. Schaffen wir das noch, bevor der Monat endet, auf Stein 1. Beziehungsweise natürlich weiter. Gold. Nee, Bronze. Ja, seltsam, dass, wenn wir plötzlich von Stein auf Gold kommen. Einfach mal Bronze und Silber über. Geschätzte Wartezeit 7 Sekunden. Irgendwas stimmt mit der geschätzten Wartezeit nicht. Die dauert doch schon ein bisschen länger. Vielleicht machen wir einmal pro Woche Draft. Was würdet ihr dazu sagen? Auch wenn ich sehr unerfolgreich war. Muss auch noch herausfinden, welche Decks vielleicht gut sind. Anscheinend kriegt man nicht genug kleine Minions, sodass man Masse auf Masse nicht spielen kann. Welcome to the Minion Master! Gott, Enderly Dragon. Der ist noch in der schlechteren Liga als ich. Mal sehen, ob er eine Chance hat. I'll make good use of this. Jo, definitiv. Fangen wir gleich mit dem Riesen an. Da werden wir auf unsere Masse warten. Und dann heilen wir den jetzt mal. So, Heilung. So, und jetzt werden wir hier Masse beschwören. Richtig. Oh, der hat ziemlich gut reingehauen. Ja, egal, hier alles an Masse beschwören. Da, bum, bum, bum. Die Mauer wird. Die Mauer muss fallen. Die Mauer muss fallen. Bum, bum, bum. Schau, was er jetzt alles bekommt. Auf die Fräse. Ja, auf die Kresse. Immer auf die Kresse hauen, Leute. Bum, bum, bum. Ja, die Drachen machen schon das Leben einem zur Hölle. Hey, den wollte ich haben. Ah, das ist nicht gut. Da setzen wir dann schnell den hin. Oh, das ist gar nicht gut. Dann aber Golem. Ja, den halte ich jetzt nicht. Das ist aber tot. So. Hier machen wir die Masse jetzt erstmal hin wieder. Und da kommt ja unser Golem. Ganz vergessen. Bum, bum, bum. Weg mit seinem Scheißgebäude.
So, hier werden wir unseren großen Annihilator spielen. Zack, Grabstein. Stimmt, der wurde wiederbelebt wahrscheinlich. Der Golem. Mast ist eigentlich gut, tatsächlich. Wir heilen mal ein bisschen. So, oh, wir haben gewonnen. We have a winner, ladies and gentlemen. Und wir hätten jetzt hier noch Emoticons setzen können. Ich vergesse immer, die sind super süß. Diese geilen Emoticons. So, wir sind Stein 2. Geil, wenn wir nochmal gewinnen, sind wir auf jeden Fall Stein 2. Also probieren wir unser Glück, unsere Möglichkeiten. Also das Deck ist schon ziemlich gut mit unserem Mörder. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Großen stirbt und dann wiederbelebt wird, ist gegeben. Und das ist super. Ich mag dieses Deck. Eindeutig. Mit ihm. Wir haben erstmal 510 Scherben. Und nur 500 Rubine. Das muss sich alles noch steigern. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Können gegen den Warteschlangenmeister. Oh, geschätzte Wartezeit. 1,39. So lange habe ich noch nie warten müssen. Ist das ein schlechtes Zeichen? Hat Minion Master an Kunden verloren? Oder liegt das an dieser Tageszeit, zu der ich spiele? Ich schau mal kurz. Ja, ich glaube, es liegt an der Tageszeit. Ich habe halt eben frei. Und deswegen 11:52 Uhr. Kann man auch mal morgen spielen. Die letzte Folge haben wir auch morgens gespielt, also habe ich auch ein Stück aufgenommen dann. Und werde ich dann nächstes Mal zu einer späteren Stunde Master, Minion Master spielen. Okay. Obwohl es vielleicht zu jeder Tageszeit immer ergeben. Schade, ich mag das Spiel. Und wenn es Kunden verloren hat, ist es nicht so schön. Ah, wir spielen gegen Setsu. Ja, hier. Ein kleiner Feuer. Motherfucker ist nichts wert hier. Ah, wartet. Oh, die sind ja dauerhaft. Das wusste ich nicht. Okay, das wusste ich absolut nicht. Oh, da. Da haben wir ziemlich viel Schaden aufbekommen, oder? Da, die Flugeinheit. Ach, der Flugeinheit hilft. Nicht ganz. Wobei doch schon ziemlich gut seine Flugeinheit. Weil ich hatte wenig. Oh, da ist er gestorben, der Gute. So, kein Problem. Wir haben unseren Heiler hier, unseren Gottesschild. Ich meine unseren. Das ist schon, was ich mal sagen wollte. Alter, ist das brutal. Aber gut. Ja, das ist super brutal. Aber der wurde noch wiederbelebt, zum Glück. Ja, den heilen wir mal lieber. Sieht schon mitgenommen aus. Der ist sogar perfekt, weil er sich ja wiederbelebt. So, take this. Super Gole, bam! Keine Chance als Setze. Ja, vor allem kriegt er sowieso Schaden. Und weil er niemanden hat, da. Ja, das ist. Ah, falsche Einheit hingesetzt. Gut, dann müssen wir Kleinigkeiten hinsetzen. Ja, den kann ich leider nicht retten. Aber hier setzen wir natürlich Lufteinheiten erstmal, also gegen Lufteinheiten, Leute. Das war nicht gut. Aber der ist super gegen Masse, definitiv. Der ist super gegen Masse, richtig gut, der Typ. Und jetzt werden wir den nehmen. Mann. Ja, kommt so kleiner diesmal. Ein Kettenblitz, hui. Ja, das wird nicht rechtzeitig. Kann gerade nicht. Ah, fuck. Ich hoffe, ihr hört das aber nicht. Ist nicht sehr laut, zum Glück.
Oh, schon wieder die falschen gesetzt. Das ist. Ah, mein E! Ich wollte E hinsetzen. Da. Na gut, kriegt er zumindest weniger Schaden. Da kriegen wir sogar noch weniger Schaden. So, da setzen wir mal sowas hin. Ah, das ist wieder so gemein hier. Töte alles! Massenvernichtung! Okay. So. Steinchen. Ja, das war ja. Das war ein little bit brutal. Ah, okay. Das ist ein Opfer ausgesucht. Wollen wir natürlich nicht. Bum, 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 bum. Der ist ziemlich harter Gegner. Komm mit seiner. Mit seinem Typ wieder. Ja, der hat den schon wieder in Gesetz. Nerviger Mistkerl. Ey, den wollte ich doch dahin pflanzen. Er ist zumindest jetzt auf dieser eine Stelle konzentriert, glaube ich. So. Ja, macht auch Schaden, ist egal. Hier nochmal Dings hin. Da die ganzen Kleinen. Jetzt setzen wir da. Muss nicht viel machen hier. Irgendwie ist das hier schief gelaufen. Er macht ein bisschen Schaden, ja, dafür stirbt er jetzt. Das ist diesmal tatsächlich nicht so wichtig. Weil wir hier oben unsere Einheiten hinsetzen. Aber der Drache nervt, den machen wir natürlich weg hier. Und der Golem wird auch sterben. So, oh, tötet ihr ihn noch rechtzeitig? Oh ne, er macht dein Gebäude kaputt. Aber der macht kein Face Damage, das ist sehr gut. Das ist nämlich, was er eigentlich machen sollte. Face Damage. Los, ah, das. Oh, hat ihn übernommen irgendwie. Okay, wir töten den einfach. Dann können wir jetzt richtig heftig schaden. So, wir setzen unseren Dings hin. Bum, 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 bum. Stirb die Wache. Okay. Hier setzen wir den hin. Oh, jetzt kommt Zetsu wieder. Der gute Zetsu. Aber der hat keine große Chance gegen meine Einheiten. Ne? So. Boah, wie viel Schaden wir hier gerade. Also wird schon brutal gerade hier sowieso. So, können wir den noch heilen, bevor irgendwas passiert. Oh ja, ja. Im Bad. Take this! Hier sollen wir vielleicht so einen Heiler hinsetzen. Damit wir nicht sofort sterben. So. Ja, ja, ja. Dann setzen wir den dann wieder hin. Oder hier erstmal. Der nervt gerade richtig hart. Das ist ein harter Gegner, definitiv. Oh Mann, Brutalität über Brutalität hier. Da, wir kriegen jetzt hier auf jeden Fall. Hier oben gibt es jetzt nämlich die Masse und da unten gibt es die Golem-Action. Da, zwei. Oh, das ist gut. Schau, was ich jetzt an Masse hier raushau. Egal, hier. Dann nochmal. Jetzt kriegt er richtig auf die Omega, kriegt er jetzt hier.
Da, dann nochmal hier, Heilung, egal. Oh ja, jetzt können wir mal hier meine Einheiten. Blue is victorious! Wie war das? Das war doch krass. Das war krass geil. This will be fun. Hey, check it out, you got gold. Ja, Mann, das war richtig geil. War da 5 Punkte nur, obwohl wir so geil gespielt haben. Alter! Oh, wir haben noch 210 extra bekommen. Ich weiß gar nicht wieso. Aber gut, haben wir. Das war unser Gegner. Das war richtig heftig irgendwie. Vor allem die Kombo, Mauer plus Feuerteufel. Wow, sag ich da. Da hat mich echt, das war echt gut gegen die Masse. Vor allem, weil sie ein bisschen länger auf dem Boden bleibt und dann wirft er den nächsten. Das habe ich bei meinem Traf gar nicht so richtig beobachtet. Ups. Habe ich den richtig falsch eingesetzt. Na gut, ich hoffe, ihr habt Spaß. Dankeschön, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, alles Gute, viel Spaß und ciao.